thought we had him trapped. Target in sight, Tiger One. But he was waiting for us. Das ist Pinguingebiet, du Missgeburt. Dafür, dass du hier eingedrungen bist, werde ich dich in Stücke schneiden. Besucher müssen sich durchsuchen lassen. Dies ist Teil der Anstrengungen zum Schutz unserer einzigartigen Sammlung. Wir legen allen Besuchern ein Abstecher ins Wasserobservatorium. Wir wollen aus der Attraktion Gefahren aus der Tiefe zeigen. Alle Besucher mit regulären oder ermäßigten Eintrittskarten bekommen in der nahegelegenen Eisberglounge ganz besondere Angebote. Ich glaube, ich möchte nicht, dass du in mein Zuhause einbrichst, Batman. Irgendetwas stört meine Kommunikation mit der Bathöhle. Pinguin muss irgendwelche Funkstörsysteme vom Militär einsetzen. Die bekomme ich nur deaktiviert, indem ich sie zerstöre. Dies ist Teil der Anstrengungen zum Schutz unserer einzigartigen Sammlung. Wir legen allen Besuchern ein Abstecher ins Wasserobservatorium nahe, wo wir unsere Wie funktioniert das Ding eigentlich? Pinguin will, dass das Ding an ist. Mehr musst du nicht wissen. Solange es läuft, gibt es in diesem Rattenloch nichts, mit dem sich etwas nach Gotham übertragen lässt. Hey, funktioniert mein Handy deshalb nicht mehr? Ja, du Blödmann. Entdeckung, es ist Batman! Am Störgeräteturm befinden sich drei Konsolen. Ich muss alle drei zerstören, um ihn auszuschalten. Ein Störsender weniger. Ich sollte nach weiteren suchen. Was ist da draußen los? Eines der Störsignale ist gerade verschwunden. Sorry, Mr. Cobblepot. Ich weiß nicht. Dann find's raus. Und während du das tust, überprüfe auf die anderen Störgeräte. Sonst komme ich nämlich runter und steck dir die Reste davon. Funktioniert es? Der Logdatei zufolge werden sämtliche Frequenzen gestört. Im gesamten Bereich funktioniert kein Funkgerät. Cool. Woher hat Cobblepot eigentlich Militärtechnik wie diese? Er ist ein Sammler. Er hat Sachen von denen, die nicht mal im Museum was wissen. Irres Zeug. Zum Beispiel? Vergiss es. Das Erste, was man bei... Ich habe einen von euch Idioten verloren. Beenden wir das Ganze. Leute, bewegt eure Ärsche her! Sofort! Ich verliere die Geduld. Du verlierst die Leute. Mal sehen, wer zuerst bei Null ist. Batman hat oben irgendwas mit den Störgeräten gemacht. Wo steckt der Rest von euch Idioten? Wir haben es gerade mal bis unter die Erde geschafft. Stellt es einfach da auf, wo ihr seid. Sofort! Batman ist vermutlich auf dem Weg darunter. Verstanden? Ja, Sir, Mr. Cobblepot. Das Signal ist wieder gestört. Anscheinend hat Pinguin irgendwo unter Arkham City einen letzten Störsender aktiviert. Bis zum Henker haben die da getragen.
Pinguin schickt sie runter, um einen weiteren Kommunikationsunterbrecher aufzustellen. Ich schätze, ihr versucht immer noch Batman dran zu kriegen. Hoffentlich hat der Batman bald erledigt. Jedes Mal, wenn Pinguin so ein Ding anwirft, funktioniert mein Handy nicht mehr. Ist ja wohl logisch. Die Teile unterbrechen Kommunikation. Der Name ist Programm. Ja, ich verstehe schon. Ich wollte es nur mal sagen, mehr nicht. Pinguin klang echt sauer. Batman pfuscht ihm in seine Pläne rein. Funktionieren diese Dinger überhaupt unter der Erde? Ich habe das Handbuch gelesen, stand gar nichts von drin, dass sie das tun. Ja, die funktionieren. Wenn du das sagst. Seit wann interessierst du dich überhaupt fürs Lesen? Ich lese immer schon. Pornohefte zählen nicht. Du kannst mich. Er sieht groß aus, oder? Er ist grau. Das Plakat muss schon über 100 Jahre alt sein. Wie kann es da derselbe Kerl sein? Selbst wenn er es wäre, woher sollte Pinguin ihn haben? Keine Ahnung, aber er ist es ganz sicher. Hat sogar einen Namen. Solomon Grundy? Was für ein bescheuerter Name. Das ist doch das, was man im Museum hören kann. Du weißt schon, Solomon Grundy, geboren am Montag. Du könntest recht haben. Batman! Es ist Batman! Ihr habt den Pinguin gehört. Batman ist auf dem Weg. Gut. Ich wollte diesen Freak schon immer mal auf die Fresse hauen. Aber ich dachte, er wollte, dass wir dieses Ding zu Joker schleppen. Wollte er. Wegen Batman musste er den Plan wohl ändern. Ist doch egal. Wir legen Batman um. Danach schleifen wir dieses Ding zu Joker, schalten es ein und kehren als Helden zu Cobblepot zurück. Was? Einfach umlegen, ja? Batman. Mir fehlt ein Mann. Das ist nicht gut, oder? Aber ich bin mir sicher, dass mich der Rest von euch nicht enttäuschen wird. Ich habe einen gefunden! Ich habe einen von euch Idioten verloren! Beenden wir das Ganze! Das war der letzte Störsender. Jetzt müsste ich eigentlich in das Museum kommen. Was zum Henker ist da unten los? Hallo? Hätte jemand die Güte zu antworten? Ich habe nur von euch verlangt, dass ihr ein paar beknackte Maschinen aufstellt. Und was ist? Nicht einmal das könnt ihr! Ich hoffe, dass euch Batman jeden einzelnen Knochen bricht. Ich hoffe, dass ihr da nicht und verzweifelt nach Luft schnappt, weil eure Lungen von euren Rippen durchbohrt wurden. Wenn dem nicht so sein sollte, dann rate ich euch, euch aufzuraffen und die Beine in die Hand zu nehmen. Denn nach Batman kümmere ich mich um euch! Es ist die blöde Fledermaus! Die Fledermaus ist hier! Oh.
Wir legen dich um, Batfreak! Wann es zum ersten Mal passiert ist. Es war etwa 6 Monate, nachdem du mich auf dem Dach der Anstalt zurückgelassen hast. Während meine Knochen wieder zusammenwuchsen, hatte ich eine Menge Zeit zum Nachdenken. Wie hält man etwas vor dem größten Detektiv der ganzen Welt geheim? Kennst du die Antwort? Ganz einfach. Man platziert es direkt vor ihm. Direkt unter seiner spitzen Nase. Und dann wartet man. Willkommen am Cypress-Pinckney-Institut für Naturkunde. Alle Besucher müssen sich durchsuchen lassen. Dies ist Teil der Anstrengungen zum Schutz unserer einzigartigen Sammlung. Wir legen allen Besuchern einen Abstecher ins Wasserobservatorium nahe, wo wir unsere neueste Er trägt Körperpanzerung. Ich muss eine Reihe von schnellen, konzentrierten Angriffen ausführen, um seine Abwehr zu durchbrechen. Fahrt zur Hölle! Ich sagte, dass ich euch nichts verrate. Ich hab gehofft, dass du das sagst. Hey, sollen wir dich aufschlitzen? Ob du innen drin auch ein Schwein bist? Schwein ist Schwein. Für mich... Was macht Batman hier? Sie sind in Sicherheit. Vorerst. Gott sei Dank. Vielleicht sollten Sie ihm erst danken, wenn Sie meine Frage beantwortet haben. Wer sind Sie? Sorry, Mann. Ich bin Bulle. Gordon hat uns geschickt. Ich gehöre zum 13. Bezirk, zum Einsatzkommando. Bin von Anfang an hier gewesen. Wenn Gordon Sie geschickt hat, kennen Sie den Code? Ja, ja. Er sagte... Oh Mann, wie war der? Der Code... Sofort! Sarah! Wir sollten Ihnen sagen, der Code sei Sarah. Sie sind in Sicherheit, Officer. Jones, Batman. Elvis Jones. Gordon sagte, dass er mit dem Gedanken spielen würde, ihr Team reinzuschicken. Er wollte wissen, was hier vor sich geht. Schätze, jetzt wissen wir es. Wir waren zu 10. Hoffentlich sind wir es immer noch. Ich sagte Gordon, dass es zu gefährlich sei, sie reinzuschicken. Warten Sie. Wenn der Rest Ihrer Gruppe lebt, finde ich sie. Suchst du die Bullen? Den Eismann? Oder mich? Ich bin nur wegen Freeze und den Geiseln gekommen. Aber jetzt werde ich mich auch um dich kümmern. Oh, du jagst uns vielleicht Angst ein. Dir wird dein Lachen gleich vergehen.
Ach was, echt? Hört zu, man könnte mich einen Sammler nennen. Ich liebe es, das zu besitzen, was andere begehren. Und was ich nicht habe, das hole ich. Okay, es ist so. Ich habe da hinten einen Schaukasten mit deinem Namen drauf, der nur gefüllt werden müsste. Und wie es das Schicksal so will, stehst du gerade genau da, wo ich dich haben wollte. Also, was sagst du? Wirst du jetzt ein braver Junge sein und dich fein ergeben? Du wirst hier niemandem mehr Befehle erteilen, Cobblepot. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Sieh dich um. Dieser Haufen von Psychopathen bettelt nur darum, sich mir anschließen zu dürfen. Aber bedauerlicherweise nehme ich nur die Allerbesten. Und heute wird der Beste derjenige sein, der ich töte. Kommt raus, Jungs! Komm. Zeit für die Aufnahmeprüfung! Verletzt ihn! Nicht tun sollen, Batman. Du zwingst mich dazu, die großen Kaliber aufzufahren. Oh, er freut sich offenbar nicht, dich zu sehen, Batman. Viel Glück. Den Pinguin gefunden. Und Mr. Freeze? Haben Sie das Heilmittel finden können? Noch nicht. Die Lage ist schlimmer, als ich dachte. Pinguin hat einen Vorrat der Titanformel. Er hat was? Wie hat der Titan von Arkham Island runtergekriegt? Was ist hier los? Ihre Biodaten schießen in die Höhe. Nett, dass du uns hilfst, Oracle.
Alfred, weih Barbara an alles ein. Natürlich. Aber... Ich melde mich.